Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir möchten heute beim Thema Integrationspauschale drei Punkte erreichen. Erstens, wir wollen die 100 Millionen Euro, die wir für viel zu wenig halten, dass die sehr schnell und unbürokratisch an die Kommunen weitergeleitet werden. Zweitens, wir wollen, dass die Mittel, die im Bereich Integration von Bundesebene an die Länder weitergereicht werden, auch in den kommenden Jahren oder erstmalig in den kommenden Jahren in einem größeren Umfang als bisher an die Kommunen weitergeleitet werden. Und wir wollen auch, und das unterscheidet uns dann offensichtlich fundamental von CDU und FDP, dass dies ohne Vorbehalte an die Kommunen weitergeleitet wird und dass den Kommunen nicht vorgeschrieben wird, wofür sie es ausgeben, sondern dass die Argumentation, die CDU und FDP selbst aufgebaut haben, dass die pauschal an die Kommunen weitergeleitet werden. Das wollen Sie ja ausdrücklich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht kurz zur Historie, was gewesen ist. Im September 2016 hat ja die CDU einen Antrag hier im Landtag gestellt, dass 434 Millionen Euro, also das gesamte Geld, was der Bund bereitgestellt hat, an die Kommunen weitergeleitet werden sollen. Damals sagte der Kollege Oppenring, Integration findet vor Ort statt, deswegen muss das gesamte Geld nach vor Ort geschoben werden. Lieber Herr Löttgen, findet ab heute die Integration nicht mehr vor Ort statt, sondern nur noch auf Landesebene? Dann 2017, der glorreiche Tag, die Landtagswahl ist gekommen, die CDU übernimmt zusammen mit der FDP die Macht in Nordrhein-Westfalen. Und was war die Folge? Und was war die Folge, Herr Kollege? 0 Cent wurden an die Kommunen überwiesen. 0 Cent, das ist Ihre Bilanz, was die Integrationspauschale in Nordrhein-Westfalen anbetrifft. Und dann das Jahr 2018. Ja, Herr Josef Hovejürgen, als Präsident der Duma des Ruhrbezirks, kann ich dir nur sagen, im Jahr 2018 geben CDU und FDP im Landeshaushalt 1,7 Milliarden Euro. 1,7 Milliarden Euro weniger aus für die Unterbringung von Geflüchteten in Nordrhein-Westfalen. 1,7 Milliarden Euro Spielraum nur aufgrund der zurückgehenden Zuwanderung in Nordrhein-Westfalen. Und Sie haben keinen Spielraum dafür, die Integrationspauschale in die Kommunen weiterzuleiten. Sie machen sich doch lächerlich mit Ihrer Argumentation. Und letzte Woche im Ausschuss. Zwischenfrage? Letzte Woche im Ausschuss habe ich dann hier, saß der Staatssekretär Heinisch, die Ministerin Scharrenbach, die für Kommunales zuständig sein soll, war wieder mal nicht anwesend und ist auch jetzt nicht anwesend. Der Kollege Heinisch konnte nichts darüber sagen, wie das Geld verteilt werden soll, warum und die Konstruktion so ist, wie sie jetzt. Und wir lesen heute im Antrag der Koalitionsfraktionen, dass die Landesregierung beauftragt werden muss, einen fertigen Haushaltstitel von 100 Millionen Euro noch zu verteilen. Das ist aus zwei Gründen hochinteressant. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Höhne? Ja. Bitte schön, Herr Kollege Höhne. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Jetzt haben Sie gerade schon ein Stück weit weitergeredet. Ich würde aber noch mal gerne zurück zu dem Teil, wo Sie ja eben den Kollegen Löttgen aufgefordert haben oder gefragt haben, ob er nicht eine offizielle Zwischenfrage stellen möchte. Und die lautet wie folgt. In den Jahren 2016, 2017, wie viel Euro hat denn die rot-grüne Landesregierung an die Kommunen im Rahmen der Integrationspauschale weitergegeben und wie viel wollten Sie denn nach mittelfristiger Finanzplanung im Jahr 2018 an die Kommunen weitergeben und könnten Sie vielleicht mal das Delta von Ihren Plänen zu dem, was wir jetzt gemacht haben, aufzeigen? Ja, Herr Kollege Höhn, ich bedanke mich herzlich für diese Frage. Die kommt ja nicht ganz unerwartet und dazu steht ja auch ein Text bereits in Ihrem Antrag zu drin. Ich kann Ihnen nur sagen, es waren Ihre Pläne 2016. Sie haben versprochen, 434 Millionen Euro an die Kommunen weiterzuleiten und haben sich hingestellt im Jahr 2016, als die Haushaltslage alleine in diesem Bereich um 1,7 Milliarden Euro gespannter war, versprochen, das Geld 1:1 in die Kommunen weiterzuleiten. Wir haben nur in Ihrem Koalitionsvertrag gelesen, haben dann gesagt, oh, die versprechen ja 1:1 das weiter, in Ihrem Antrag gelesen und Sie versprechen 1:1 das Geld weiterzuleiten. Und ich sage Ihnen, auch guten Gewissens, die Lage hat sich verändert. Selbstverständlich muss man auch die Haushaltslage angucken, was man weiterleiten kann. Und selbstverständlich ist es richtig,
Ist es richtig, dass wir auch heute nicht 100 Millionen, dazu wäre ich jetzt noch gekommen, sondern 175 Millionen Euro, denn das entspricht der Verbundmasse, an die Kommunen hätten im Jahr 2018, müssen wir das weiterleiten. Dazu stehen wir 1:1 und das halten wir auch für richtig. Und was ich Ihnen vorgetragen habe, war ja nur Ihre Argumentation, was Sie im Wahlkampf versprochen haben, was Sie nicht eingehalten haben, was wir im Antrag auch ausgeführt haben und was Sie auch weiterhin nicht gewillt sind einzuhalten. Das ist die Botschaft, die heute von hier aus ausgeht. Ein zweiter Punkt, Herr Kollege Höhne, weil das ja Ihren Kollegen Hafke betrifft. Der weiß ja schon, was mit dem Geld passiert. Deswegen bin ich ganz interessiert, was gleich der Minister dazu sagt. Der weiß schon, dass ungefähr 2 Millionen Euro nach Wuppertal fließen. Ich habe von der Landesregierung bisher keine Informationen dazu bekommen, wie der Verteilungsschlüssel aussieht, wofür das ausgegeben werden soll. Und auch Herr Heinisch hat an dieser Stelle gesagt, er wüsste es auch nicht. Er kann nur auf diese Woche verweisen. Ich kann Ihnen das Zitat aber geben von Herrn Hafke. Der sagt, ungefähr 2 Millionen Euro werden, das ist im Radio Wuppertal gelaufen, ich suche es Ihnen raus. Herr Kollege, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Paul von der FDP? Ja, aber nur, wenn Sie die Zeit anhalten. Die Zeit wird immer angehalten, wenn Fragen gestellt werden. Vielen Dank. Drücken Sie noch mal rein. So, hier oben wird immer ordentlich gearbeitet. Da. Das ist kein Vertun. So. Herr Kollege Paul, Sie haben eine Frage, bitte schön. Herr Kollege Mustovizade, ich glaube, Sie hatten ja die Frage des Kollegen Höhne gehört. Ich möchte Sie fragen, wann beantworten Sie die Frage des Kollegen Höhne? Herr Kollege Paul, ich habe die Frage beantwortet. Und ich kann das jetzt auch noch mal nutzen, um vorzulesen, was Herr Hafke geäußert hat. Wuppertal profitiert vom politischen Aufbruch. Wuppertaler Rundschau. Eine weitere Planstelle die, und so weiter. Wuppertal erhält so ca. 2 Millionen Euro für die immens wichtige Integrationspauschale Arbeit vor Ort. Wissen Sie, was Sie machen ist, die Leute täuschen, sie tricksen und sie erzählen die Dinge, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Und das ist der Unterschied zwischen uns und Ihnen. Und deswegen haben wir diesen Antrag hier auf den Tisch gelegt. Und wir fordern Sie auf, machen Sie Klarheit, wann kommt das Geld, wie schnell kommt das Geld und sorgen Sie dafür, dass auch das künftige Geld in einem angemessenen Maße an die Kommunen fließen kann und halten Sie Ihre Wahlversprechen ein. Sonst, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen Sie sich nicht nur lächerlich, sondern das ist dann schon echte Wählerintäuschung, was Sie hier machen. Vielen Dank.